Hallo, liebe Freunde auf MyQTube. Hier ist wieder Helmut aus dem schönsten Dorf an der Ise im Landkreis Gifhorn. Heute befinde ich mich in einer Stadt, an der auch das Isewasser vorbeifließt, nämlich in Verden an der Aller. Und zwar besuche ich heute das Institut für Milchuntersuchungen. Ihr habt ja in vergangenen Beiträgen MyQTube schon gesehen, wie Milch ermolken wird, wie die Milch gekühlt wird, wie die Milch vom Milchauto abgeholt wird und dabei jedes Mal Milchproben genommen werden. Wo die hingehen und wie die untersucht werden, das wollen wir heute mal in diesem Regionallabor für Milchuntersuchungen uns erklären lassen. Ich bin mal gespannt. Ja, jetzt bin ich also in unserem Regionallabor angekommen und freue mich, dass spontan Jörg sich bereit erklärt, hier Rede und Antwort zu stehen und uns so ein paar Hinweise zu geben, wie hier die Probeflaschen aufgenommen und bearbeitet werden. Dafür erstmal schönen Dank, Jörg. Du bist ja hier der Leiter des Labors und da stellt sich gleich mal die erste Frage, welche Molkereien und Milchliefergenossenschaften, wer liefert hier alles her zu euch? Das sind verschiedene kleine und große Molkereien. Wir haben insgesamt 14 Molkereiunternehmen, die wir uns untersuchen lassen. Nicht nur aus Niedersachsen, also wir haben die Hälfte aus Niedersachsen, einen Teil aus Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die lassen wir hier. Und ich muss aber gleich mal korrigierend eingreifen, auch wenn der Begriff Regionallabor noch lange Tradition hat. Wir sind das Institut für Milchuntersuchung und haben auch mehrere Standorte, auch in Nordrhein-Westfalen. Das ist also schon eine größere Organisation geworden, wie ein kleines Regionallabor. Ein kleines Regionallabor mit einem großen Einzugsgebiet, wie wir schon gehört haben. Kann man ungefähr sagen, wie viel Prozent der niedersächsischen Betriebe oder Molkereien ungefähr kommen hier, schicken ihre Proben hier in dieses Labor? Also die Milchgüteproben sind das knapp 50% der Milchlieferanten aus Niedersachsen, die hier untersucht werden. Also ist das ja schon eine große Bedeutung hier, dieses Institut, denn nach den Ergebnissen, die hier festgestellt werden, wird auch die Milch bezahlt. Und das ist ja für den Landwirt und für den Lieferanten ganz wichtig. Richtig. Jetzt wollen wir mal zum praktischen Ablauf kommen. Die Milchproben, die vom Milchauto genommen werden und eingesammelt werden, holt oder bringt die Molkerei die Proben hierher oder wie läuft das praktisch? Nein, also dann müsste ja jeder Tankwagen hierher fahren. Es gibt also entsprechende Sammelpunkte an den Molkereien. Dort, wo auch die Milch angeliefert wird, werden auch die Proben dann zwischengelagert, gekühlt natürlich. Und an diesen Sammelpunkten, Molkereistandorten, fahren unsere Fahrzeuge. Wir haben also vier Transporter, die mit der Kühlaggregat ausgerüstet sind, die fahren dort rum und holen täglich diese Proben ab und bringen sie hierher zur Untersuchung. Nun können die ja wahrscheinlich nicht gleich untersucht werden, wenn die hier ankommen. Wie geht das dann weiter? Ja gut, als erstes ist eine Plausibilitätskontrolle, das heißt, wir bekommen die Proben in Transportkisten, wir haben da Begleitpapiere dazu und kontrollieren die Papiere hinsichtlich des Untersuchungsauftrages, weil nicht jede Probe soll auf alles untersucht werden, hinsichtlich der Vollständigkeit, der Probenmenge, also der Anzahl der Proben und dann werden die Proben zwischengelagert. Wo werden die zwischengelagert? Im Kühlraum natürlich. So, also alles immer gekühlt, weil Milch ist ja verderblich, das wissen wir alle. Mhm. Okay, und dann geht es ja weiter, dann werden die Proben also untersucht. Ich weiß früher, hat in jeder Molkerei erstmal der Molkereimeister selbst geprobt, hat die Probe in die Hand genommen und das erste war erstmal die Schnüffelprobe. Wie läuft das hier jetzt praktisch? Ja, also die Schnüffelprobe, die gibt es so nicht mehr. Die Gesamttankmilch wird bei einigen Molkereien auch wirklich noch so kontrolliert, weil das ist das A und O, dass die Milch frisch und ich sag mal auch einen guten Geruch hat. Aber hier ist es so, dass wir die Probe, ich habe das hier mal nochmal eine Probeflasche. Die Probeflaschen sind automatisch, also die Proben sind automatisch genommen worden. Da hat also kein Mensch mehr eingegriffen. Sie haben eine Barcodierung, woraus dann im Nachgang die Milchlieferantennummer hervorgeht. Also wenn die Milch bei dir abgeholt wurde, dann weiß der Tankwagenfahrer hinterher nicht mehr, welche Flasche war deine Milch. Das ist alles elektronisch registriert. Und wir haben dann diese Probeflasche, wo wir die Untersuchung mit durchführen. Aber es wird nicht mehr der Deckel abgenommen und dann die Nase reingesteckt, sondern der Deckel wird nur kurz vor der Untersuchung abgenommen
um dann Milch daraus zu entnehmen für die Untersuchung, für die Paraffin. Und wer nimmt den Deckel ab? Wir haben das noch zweigleisig, es geht noch manuell, aber wir haben das ja eben gerade im Labor gesehen, haben wir ein Robotersystem, was automatisch diese Proben vorbereitet, also anwärmt im Wasserbad. Das ist erforderlich, um das Milchfett flüssig zu machen, weil die Proben sind ja gekühlt und gekühltes Fett ist halt fest und hart und ich muss ja die Flasche schwenken, damit das Milchfett auch homogen verteilt ist. Mhm. Das ist auch das A und O, die Probevorbereitung. Ja. Und das wird geschwenkt und dann... Das wird auch alles, macht alles der Roboter, der schwenkt die Probe. Genau, das haben wir früher alles, auch wenn wir früher sagen, früher wurde das alles manuell gemacht, kann man tun, aber wir wollen ja auch Mitarbeiter entlasten von dauerhaften, regelmäßigen Tätigkeiten, sodass wir auch Robotersysteme jetzt im Labor haben, die diese stupiden Arbeiten durchführen und die sind natürlich auch sehr viel, die führen diese Tätigkeiten, diese Routinetätigkeit natürlich auch sehr viel präziser auf Dauer routinemäßig durch. Okay, also die Milch wird gemischt und dann wird die Probe genommen. Wie lange dauert es denn, bis man die Analyse hat und das Ergebnis? Ach, tut mir leid, ich habe jetzt leider nicht die Sekunden gestoppt, aber es geht um Sekunden. Wir haben Untersuchungsgeräte, die eine Nennleistung haben von 600 Proben in der Stunde. Und das ist eine theoretische Zahl. In Wirklichkeit sind es etwa 430 Proben, die wir schaffen, in wirklich echte Proben, weil wir natürlich das Gerät auch reinigen müssen. Wir müssen es vorbereiten, wir müssen es auch ständig kontrollieren, weil so eine Technik ist natürlich muss eigentlich, wir müssen der Technik immer sagen, was richtig ist, weil selbst weiß sie es nicht. Mhm. Und dementsprechend haben wir Kontrollmechanismen eingebaut und das führt natürlich zu einer Minderleistung. Aber es geht im Sekundentakt, dass die Probe entdeckelt wird, dass die Pipette dort reingeht, die Milch entnimmt und dann habe ich wirklich nach 2-3 Sekunden habe ich dann Untersuchungsergebnis. Es ist ja unglaublich. Und das Protokoll ist ja gleich daneben zu ersehen auf dem Monitor und in Sekundenschnell erscheint auch das Ergebnis, was man da gleich dann erkennen kann. Genau. Und verarbeitet wird die ganze Sache dann am Rechner nochmal und dann ins Internet gestellt, sodass wir das Ergebnis dann auch fast taggenau dann im Internet ersehen können und die Betriebe und die Lieferanten bekommen diese Ergebnisse im Internet auch bereitgestellt und das sehen wir uns gleich nochmal dort am Rechner im Büro an. Also wenn die Untersuchungen erledigt sind, bekommt die EDV die Daten, einerseits in Papier, die Probeliste und auch die Laborausdrucke vom Untersuchungsgerät und über die Barcode-Nummer, die sich auf der Probeflasche befindet, lässt sich dann eindeutig das Ergebnis zuordnen mit den Tanksammelwagendateien, die wir hier schon aus der Molkerei bekommen haben. Nach der Zuordnung haben wir dann die Untersuchungsdaten dem Milchlieferanten zugeordnet und haben dann hier die entsprechenden Untersuchungsergebnisse für Fett, Eiweiß, Laktose, Zellzahl, Keimzahl und alle Parameter, die relevant sind. Gut, schönen Dank, Jörg, dass du uns hier so toll informiert hast. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Abschluss. Wenn man den ganzen Tag mit Milch zu tun hat und mit Milchproben, kann man dann überhaupt, wenn man zu Hause ist und Feierabend hat, irgendwie noch ein Milchprodukt genießen? Oder hast du da ein Lieblingsrezept oder was bevorzugst du? Also ich muss jetzt zwei Sachen sagen. Also Kaffee ohne Milch geht gar nicht. Das ist Pflicht bei mir. Ansonsten Käse in sämtlichen Variationen und er muss verdammt würzig riechen. Aha. Das ist wirklich Pflicht. Okay, da haben wir ja was gemeinsam. Und in diesem Sinne sage ich für heute schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.